Hallo Sun, nochmal Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Hier, das ermöglicht es dir, Pokémon zur Fortbewegung zu nutzen. Wir haben das Pokémobilfunk erhalten. Cool. In Alola lassen sich die Menschen von Pokémon durch die Gegend tragen und beim Durchqueren von unwegsamem Gelände helfen. Du solltest es unbedingt selbst ausprobieren und in Windeseile auf einem Pokémon durch die Gegend düsen, während es dabei richtig brüchige Felsen zertrümmert. In dem Fall durch ein Tauros, was tatsächlich gar nicht so schwierig ist. Wir wissen nämlich genau, wo wir einen solchen Felsen finden. In der Bedienungsanleitung steht: Mit dem Y-Knopf aktiviert man den Pokémobilfunk, mit dem B-Knopf den Tauros Rambok. Der Pokémobilfunk kommt samt Reitausrüstung. Mit der Unterstützung von Tauros kannst du völlig neue Gebiete erkunden. Schau doch mal beim Tenkarat-Hügel vorbei, es lohnt sich bestimmt. Wenn du mich brauchst, findest du mich gleich hier im Pokémon Center. Sehr schön, dann sehen wir jetzt auch im unteren Bildschirm endlich mal ein bisschen was. Nämlich, wir können direkt im Nintendo eShop den Pokémon die Pokémon-Spiele vorbestellen, schätze ich. Einmal Pokémon Sonne, einmal Pokémon Mond. Außerdem können wir uns das Video auch nochmal angucken, was wir vielleicht am Ende des letzten Parts nochmal tun. Und außerdem haben wir hier ein paar Augen, die was tun. Und ja, Rotom ist davon, würde ich mal behaupten, nicht so begeistert. Aber auf jeden Fall, vielleicht ist er auch begeistert. Ich bin mir nicht so sicher. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass sich Rotom hier ein bisschen bewegt, wenn wir auf dem Rund tippen. Wir gucken mal kurz mit X ins Menü. Unser Pokémon ist voll fit. Haben einen Supertrank und Moment, was war das? Ein Z-Ring und ein Voltium Z. Sehr gut, damit kann ich nur leider nichts mehr anfangen. Kann ich Tauros hier auch schon rufen? Wow, kann ich. Das ging ja echt einfach. Aus dem Weg! Wuhu. Okay, das ist schon irgendwie cool. Ich gehe aber in die komplett falsche Richtung. Ja, wir wollen wieder zum Tenkarat-Hügel. Ich meine, ich sitze auf einem Tauros. Musst du mich da wirklich hinbringen? Ich sitze vor allem immer noch auf dem Tauros. Das ist ja praktisch. Wer bist du denn? Warst du vorhin auch schon da? Mein Gefühl sagt mir, dass du großes Talent als Talent. Das ist großes Talent. Dass du großes Talent als Trainer hast. Wenn du alle drei Trainer auf dieser Route besiegst, darfst du gegen mich kämpfen. Cool. Bist du ein Trainer? Nee, du bist erstmal ein wildes Pokémon. Ich finde es cool, dass wir immer noch unsere Reitausrüstung anhaben jetzt. Das ist echt cool. Wir sitzen nicht mehr auf einem Tauros. Das wäre natürlich so der letzte Feinschliff gewesen. Aber vielleicht steigen wir auch von unserem Tauros ab, um gegen das Pokémon zu kämpfen. Macht ja durchaus Sinn. Nur die Reitausrüstung würden wir halt nicht ausziehen. Das ist schon sinnig soweit. Ansonsten haben wir hier Trainer Nummer 1. Die auch tatsächlich ein bisschen nach links und rechts gucken diesmal. Also, sofern die schwarzen Balken kommen, sollte man sich in Acht nehmen, weil man könnte gesehen werden. Schau dir mal mein Pokémon an, ist es nicht total niedlich? Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Göre Irene fordert dich heraus. Nicht unbedingt ein hawaiianischer Name, aber ist ja auch egal. Pepek kennen wir, Pepek machen wir fertig, kein Problem. Wobei, das ist ein Level 36 Pepek, das hätte ich eventuell beachten sollen. Mal gucken, ob Wasserschuriken oft genug trifft. In dem Fall nicht, das ist aber auch okay. Pepek setzt Zertrümmerer ein, wow, okay. Ist sogar sehr effektiv, da Kampf gegen Unlicht vielleicht effektiv ist. Unlicht ist, ja doch, kann durchaus sein. Setzen wir einfach Aeroass ein, das denke ich reicht. Ja, das hat gereicht für Pepek zu schlagen. Sehr gut. Und Freundschaftsakt wirkt. Das heißt, für das zweite Pokémon muss sich die gute Trainerin mit unserer Ash-Form
Bekannt aus dem Anime übrigens, wer den Pokémon XYZ Anime nicht gesehen hat, der darf das auch gerne tun. Ja, Pokémon XYZ ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, so als Anime, gerade wenn man das mit den letzten Staffeln von Pokémon vergleicht. Macht Pokémon XYZ schon richtig Lust auf mehr. Aber ja, gerade in der Ash-Form hat Wuffles natürlich gegen unser Quatschuzu keine Chance. Deswegen Trainer Nummer 1. Mein Pokémon ist niedlich, egal ob es gewinnt oder verliert. Das ist soweit richtig, verloren hast du trotzdem. Und wir kämpfen uns dann doch einfach mal direkt hier durch. Mit dem Pokémon Rambock. Hallo, hast du Lust an der Fangherausforderung teilzunehmen, wo du ein Pokémon nach dem anderen schnappen kannst? Woran? Ne, weiß ich tatsächlich nicht. Was hat das mit der Fangherausforderung auf sich? Bei der Fangherausforderung kommt es darauf an, mit einer begrenzten Zahl an Pokébällen möglichst viele Pokémon zu fangen. Pokémon, die du gefangen hast, kannst du deinem Team hinzufügen. Wechsle deine Pokémon mit Verstand ein, um möglichst viele Exemplare zu fangen. Für die Dauer der Fangherausforderung darfst du diesen Bereich übrigens nicht verlassen. Die gefangenen Pokémon musst du außerdem nach der Herausforderung wieder freilassen. Wenn dir die Bälle ausgehen oder du keine Lust mehr hast, dann sprich mich einfach an. In diesem Sinne, möchte ich dran teilnehmen? Ich würde sagen, ich mache erstmal die Trainer fertig, bevor ich hier dran teilnehme. Aber ich komme drauf zurück, alter Mann. Aber ich kämpfe mich erstmal hier durch und hau mit Tauros die Steine hier um gegen Trainer Nummer 2 zu kämpfen. Komm, ich zeige dir, wie gut mein Pokémon und ich miteinander harmonieren. Also wird er wohl nur eins haben, so zum Einsetzen. Wir werden es gleich sehen. Trainer Hoffnung Jerry hat sogar zwei Pokémon. Na, vielleicht harmoniert er aber nur mit einem, man weiß es nicht. Hat auf jeden Fall schon einen Superball benutzt, um seinen Pepek zu fangen. Interessant, dann bin ich mal gespannt, wie stark dieses Pepek ist. Auch Level 36. Aber Quatschuzu sollte damit kein Problem haben. Ich habe hier notfalls auch noch... Ja, guck mal hier, Nachthieb. Ich habe hier notfalls auch noch einen Supertrank, den ich gleich einsetzen kann, um meinen Quatschuzu zu heilen. Dann ist mein Quatschuzu wieder topfit für die letzten zwei Kämpfe. Und auch in diesem Fall wirkt der Freundschaftsakt wieder. Und ich denke mal, auch der gute Jerry wird ein Wuffles sein eigenen oder ein Mangunior. Ja, ein Mangunior. Dann, mein guter Wasserschuriken, noch einmal. Dann kriegen wir jetzt mal bei Mangunior, kriegen wir vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr mit, wie gut Wasserschuriken wirkt. Und das macht dafür, dass es nicht effektiv ist, schon ziemlich viel Schaden. Drei Hits und ein Level 38 Mangunior von einem Level 37 Quatschuzu besiegt. Und ein Angriff, der 15 Stärke hat. Das nächste Mal, wenn ich in der Ash-Quatschuzu-Form bin, müsste ich eigentlich mal nach der Stärke meiner Angriffe gucken, ob sich da irgendwas auch bei der Anzeige geändert hat. Aber gut, jetzt wo wir da durchkommen, ist natürlich die Frage, wo ist der letzte Trainer und welches wilde Pokémon wird uns hier begegnen? Ein Pepek. Schon wieder ein Pepek. Pepedipek. Pekedipep. Level 21. Süß. So kriegen wir hin. Der Supertrank füllt 60 KP auf. Ich war der Überzeugung, dass es nur 50 auffüllt. Hat sich da was geändert oder habe ich mich geirrt? Huh. Das ist ja lustig. Ist er der letzte Trainer? Nee, offensichtlich nicht. Was ist denn hier los? Wer hätte das gedacht, dass man an einem Ort wie diesem Zeuge eines Sumo-Kampfs nach Alola-Art zwischen zwei Machomai werden könnte? Da geht mir das Herz auf. Einfach toll. Ja, das heißt für uns, wir kommen da nicht rein. Deswegen steige ich einfach mal ab und suche nach dem letzten Trainer.
Weil es sollten ja drei sein, soweit ich weiß. Kann natürlich auch... Sie ist kein Trainer. Ihn da hinten habe ich schon besiegt. Vielleicht zählt das aber auch. Vielleicht waren es nur die zwei neuen Trainer, die ich jetzt hatte. Deswegen würde ich sagen, rennen wir einfach mal zurück. Könnte an dieser Stelle natürlich auch wieder das Tauros einsetzen. Das würde das Ganze wahrscheinlich ein bisschen schneller machen. Aber da hier sonst kein Trainer ist, soweit ich das sehe, wenden wir uns doch einfach nochmal an die junge Dame und fragen die, ob wir jetzt alle Trainer besiegt haben. Und wow, du hast die drei Trainer dieser Route besiegt und damit bewiesen, dass du Talent besitzt. Oder wie ich gemeint habe, Talent. Das ist mein erster Kampf seit langem, der verspricht, so richtig spannend zu werden. Ass-Trainer Brenda fordert dich heraus. Da bin ich mal gespannt, was Ass-Trainer Brenda für Attacken und vor allem für Pokémon einsetzt. In dem Fall erstmal ein Miniras, wahrscheinlich dann ein Medirass als nächstes. Und dann werden wir uns natürlich noch die Fang-Herausforderung anschauen und mal gucken, ob wir in der Fang-Herausforderung tatsächlich die neue Alola-Form sehen, die es in der Demo zu geben scheint. Ich sage zu geben scheint, denn eigentlich ist es ziemlich sicher. Ich meine, wenn GameXplain sagt, die neue Alola-Form in der Demo, dann wird es schon stimmen. Ich meine, es gibt ein YouTube-Video davon, von daher stimmt es auf jeden Fall. Ich weiß halt nur noch nicht, um welche Alola-Form es sich dabei handelt. Ich bin auch mal gespannt, ob sich das Quachutsu im Verlauf des Spiels tatsächlich so oft verwandelt wie an dieser Stelle. Und ein Level 42 Pikachu ist gegen mein Quachutsu natürlich deutlich im Vorteil. Gucken wir mal, Wasser-Shuriken hat immer noch eine Stärke von 15, von daher, da ändert sich prinzipiell nichts. Wir versuchen es auch mal mit einem Nachthieb. Vielleicht wird der Nachthieb hier auch verstärkt durch die Ash-Form. Ich gehe mal stark davon aus. Reicht allerdings nicht ganz, um Pikachu zu besiegen. Reicht es, von Pikachu uns zu besiegen? Absolut nicht. Mein Quachutsu hält das aus und wird es mit einem Wasser-Shuriken beenden. Auch gegen ein Pikachu keine Chance. Zack, bam und buselt. Ihr habt mit voller Kraft gekämpft. Daran werde ich mein ganzes Leben lang erinnern. Daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Ich hoffe, die wird noch mehr so Kämpfe haben, an die sie sich ihr Leben lang erinnern kann. Das wäre ansonsten etwas traurig. Finde ich irgendwie. Aber okay. Nicht mal mit vollem Einsatz konnte ich diesen Kampf für mich entscheiden. Ich bin glücklich, einem talentierten Trainer wie dir begegnet zu sein. Hier, nimm dieses Sternenstück. Es strahlt so hell wie dein Talent. Wow, und wir haben ein weiteres Item, das wir in die Vollversion übertragen können. Und dafür müssen wir nochmal zu Kukui in das Pokémon Center. Und ich bin mal gespannt, was das Sternenstück dann macht. Das, was mit diesem Meteor-Pokémon zu tun hat, wer weiß. In der Alola-Region gibt es viele Trainer, die im Kampf genauso wie ich vollen Einsatz zeigen. Aber du brauchst dir darüber wohl keine Sorgen zu machen. Du kannst sie alle besiegen. Vielen Dank, das ist wohl wahr. Schauen wir uns das Sternstück doch einfach mal an. Wenn ich es hier habe. Habe ich aber nicht. Schade eigentlich. Aber gut, dann wollen wir mal noch an dem Fangspiel teilnehmen. Beziehungsweise an der Fangherausforderung. So, hier sind die Bälle, mit denen du die Pokémon fangen kannst. Dann kriegen wir das in der Demo auch noch ein bisschen mit. Ein paar Pokébälle. Ich hoffe, wir sehen die neue Alola-Form noch. Das wäre natürlich richtig cool. Ah, Professor Kukri. Cool. Dann wollen wir mal sehen, was für eine Figur du bei der Fangherausforderung abgibst, Sun. Genau, als Pokémon-Trainer kannst du wilde Pokémon fangen. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wie man das anstellt, also pass gut auf. Gehen wir hier erstmal noch ein kurzes Tutorial, zu sehen, wie es halt normal ist, in dem Fall mit einem Pepek. Cookie setzt Wuffles ein, nicht Pikachu. Und zuerst mal wird er hier natürlich das Pokémon schwächen, denn ein geschwächtes Pokémon bleibt deutlich einfacher in seinem Ball. Sehen ja auch, ich weiß gar nicht, ob Pflücker eine neue Attacke ist. Genau, am besten schwächt man das Pokémon
bevor man den Ball wirft. Und dann wählt man den Beutel aus, das Ballmenü, wirft den Pokéball. Alles klar, 50 Pokéball, wow. Alles soweit bekannt, zumindest für mich. Vielleicht für Leute, die zum ersten Mal ein Pokémon-Spiel gespielt haben, ist das natürlich gut zu wissen. Deswegen ist es auch nötig, dass man das Tutorial an dieser Stelle gibt. Ich bin mir auch sicher, dass ich das irgendwie überspringen kann. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ist aber auch nicht so wild. Denn es ist vorbei. Es kommt zwar vor, dass wilde Pokémon Menschen aus heiterem Himmel angreifen, doch hast du erstmal eins gefangen, wird es sich als starker Weggefährte entpuppen. Also gut, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Fangherausforderung. Ich drücke dir die Daumen. Gut. Dann wollen wir sehen, wie viele Pokémon die ins Netz, in die Bälle gehen, auf die Plätze, fertig, los. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich dafür habe, aber ich werde so viele Pokémon fangen wie möglich. In dem Fall ein Pepek. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich verschiedene Arten von Pokémon fangen soll oder ob ich einfach nur so viele Pokémon wie möglich fangen soll. Ich glaube, Nachthieb hat ganz gut gewirkt. Level 33 Pepek sollte einen Nachthieb eigentlich aushalten. Tut es aber nicht. Gut zu wissen. Dann war das schon mal, ging das schon mal kräftig in die Hose. So, Mangunior. Dann probieren wir es bei Mangunior am besten mal mit dem Wasserschuriken. Level 30. Ich hoffe einfach mal, dass Wasserschuriken nicht so oft trifft, um Mangunior tatsächlich zu besiegen. Sprich, zweimal würde reichen. Drittes Mal. Nein! Quatschuzu, hör auf! Oh, mein Quatschuzu ist zu stark für die wilden Pokémon hier. Das ist natürlich auch auf eine gewisse Weise unpraktisch. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So, wir wissen also, dass Nachthieb zu stark ist, aber wie sieht es mit Aeroass aus? Aeroass reicht, sehr schön, mit Superschall verwirrt Pepek zwar mein Quatschuzu, da ich es jetzt aber fange und damit den Kampf auch beenden werde, habe ich damit erstmal kein Problem. Ich habe sogar einen Heilball und einen Superball, ist ja krass. Habe also auf jeden Fall sehr viele Pokébälle an dieser Stelle, mit denen ich Pokémon fangen kann. Und für das Pepek hat es auf jeden Fall gereicht. Sehr gut, sehr gut. Und ich denke mal, mit dem Pepek habe ich jetzt sogar eine bessere Chance, das Mangunio zu fangen. Hätte allerdings vielleicht den, ist ein vielversprechender Anfang, nur weiter so, hätte allerdings vielleicht den Heilball benutzen sollen, damit Pepek eben wieder volle Kraftpunkte hat und besser kämpfen kann. Ansonsten wird es natürlich schwierig, hier Pepek erstmal einzusetzen und dann noch so effektiv, dass es nicht gleich von Mangunior geschlagen wird. Aber ich probiere es einfach mal mit einem weiteren Aeroass. Vielleicht funktioniert bei Mangunior offensichtlich auch, was bei Pepek funktioniert. Und deswegen fange ich an dieser Stelle einfach mal das Mangunior mit einem Heilball. Habe ich nur 3 davon. Ist aber okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Klasse, Mangunio wurde gefangen. Das sind dann schon mal 2 und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier noch weitere Pokémon entdecken. Vor allem weitere verschiedene Arten von Pokémon. Sieht erstmal nicht so aus. Wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, soll ich das fangen, soll ich das nicht fangen? Ich flüchte an dieser Stelle einfach mal, dann hat man das auch gesehen. Du bist entkommen, sieht aus wie immer. Oh, ein wildes Wuffels. Cool. Es gibt also noch andere Pokémon hier in der wilden
in der wilden Bahn, in der Wildbahn. Aeroas ist nicht sehr effektiv, was natürlich sehr praktisch ist, um gegen einen Wuffels zu kämpfen. Außerdem kann ich an dieser Stelle bestimmt auch mal andere Pokémon einsetzen. Zum Beispiel Mangunio, dann sehen wir die auch mal von hinten. Kann ja hier einfach mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen. Mangunio einsetzen. So, Wuffels kann beißen. Mangunio könnte theoretisch auch beißen, entscheidet sich allerdings dafür, zurückzuschrecken. Was ein bisschen unpraktisch ist, denn dadurch ist Mangunio jetzt an dieser Stelle kampfunfähig. So viel dazu. Gibt mir aber die Chance, Pepek mal noch zu rufen und vielleicht einfach mal Pflücker einzusetzen, wobei das auch nicht sehr effektiv ist. Ja, der Furienschlag bei Pflücker haben wir schon mal gesehen. Wenn es überhaupt dazu kommt, weil dieses Wuffels ist schnell. Dafür, dass es ein Gesteins-Pokémon ist, ist es definitiv ein schnelles Gesteins-Pokémon. Kurze technische Probleme an dieser Stelle. Macht aber auch nichts. Ich habe aus Versehen nochmal Aeroas eingesetzt. Ich hoffe, Wuffels hält das aus. Wuffels hält das aus. Wow. Ich habe allerdings gerade ein bisschen Angst um meinen Quatschuzu. Deswegen werfe ich da tatsächlich mal einen Heilball. Da habe ich wenigstens noch ein Pokémon mit vollen KP. Wenn es meinem Quatschuzu nämlich nicht so gut geht, ist das, glaube ich, gar nicht mal so cool. Aber wenn ich hier ein wildes Wuffels gesehen habe, dann will ich tatsächlich auch noch, haben wir theoretisch noch ein wildes Mini- und Mediras, dem wir hier begegnen könnten. Das sind nämlich Pokémon, die man bereits hier entdeckt hat. Läuft wie geschmiert scheinbar. Und es gibt ja immer noch diese neue Alola-Form, die ich bisher noch nicht entdeckt habe in dem Spiel. Und wir kriegen gar keine... Ah, wir kriegen keine Erfahrungspunkte hier in dem Modus. Okay. Ja, das ist ja auch gut zu wissen. Das heißt, kämpfen lohnt sich tatsächlich auch gar nicht hier drin. Ja, dann probiere ich einfach mal noch ein paar Minütchen aus. Da müsst ihr auch nicht unbedingt dabei sein. Ich probiere einfach noch ein bisschen aus, ob ich hier noch ein neues Pokémon entdecke oder nicht. Wenn ja, werdet ihr es sehen. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich gleich bei dem guten Mann da vorne stehen und sagen, Kind, ich bin fertig. Thank you.
So, und mit diesem Wuffels haben wir alle Pokebälle verbraucht, wenn auch tatsächlich nicht mit allen 20 Pokebällen ein Pokémon gefangen. Und ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt tatsächlich habe. Ich meine, alle 20 werde ich nicht haben. Vor allem bin ich mal gespannt, warum er mich hier jetzt nicht zurückholt. Weil Pokebälle habe ich keine mehr. Genau. Wie viel Pokémon ich jetzt gefangen habe und... Ja, genau, Pokebälle habe ich keine mehr. Das ist ja komisch. Gut, dann flüchten wir an dieser Stelle und gehen halt so zu dem Kerl zurück. Ich bin mir sicher, dass es irgendwas Besonderes gibt, wenn man mit allen 20 Pokebällen tatsächlich ein Pokémon fängt. Ich will sie nicht abbrechen, ich habe keine Pokebälle mehr. Pokémon habe ich gefangen. Es war relativ knapp, aber ihm fehlen die Worte. Ich war besser als er. Lass die gefangenen Pokémon bitte im hohen Gras wieder frei. Kein Problem. Schade, dass ich nicht alle 20 Pokémon gefangen habe. Gibt es tatsächlich auch nichts für. Das ist ja traurig. Aber gut, dann wuseln wir zurück ins Pokémon Center. Erstens mein Quachuchu, dem geht es wieder gut. Aber da Professor Kukui hier auf uns wartet, wenn ich das recht in Erinnerung habe, muss ich da auf jeden Fall nochmal hin und genau, hallo du. Hey Sun, was möchtest du tun? Plaudern? Hast du schon mal die Fangherausforderung ausprobiert? Du kannst dich auf dem Weg zur Prüfungsstätte an ihr versuchen. Ja, das habe ich ausprobiert. Da hinten steht Tadi, mit dem möchte ich nochmal kurz sprechen. Das könnte ich dir wohl als nächstes zeigen. Er überlegt immer noch. Da trage ich hier einfach mal Sachen auf die Vollversion und ich denke, ist sowohl die Karte der Handelsversion in deine Konsole eingesteckt, als auch die Downloadversion der vollständigen Spielsoftware installiert, wird dein Geschenk auf die Handelsversion übertragen. Okay, habe ich kein Problem mit, weil, ja, ich lade mir das Spiel nicht runter, ich kaufe mir die Handelsversion. Deswegen möchte ich sowohl das Quachuchu als auch, den Stern-Dingsbums. Ich möchte alles übertragen in das vollständige Spiel. Und dann bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Ich denke allerdings, ehrlich gesagt, nicht. Deswegen lasst mich doch mit euren Hinweisen in Ruhe. Ich möchte alles übertragen. Kann ich nicht alles übertragen? Ah, gut, das hätte ich natürlich lesen müssen. Du musst erst einen Spielstand innerhalb der Pokémon... Also ich brauche erstmal tatsächlich das Spiel, bevor ich irgendwas übertragen kann. Okay, gut. Dann denke ich, hat sich das an dieser Stelle erledigt. Es sei denn natürlich, es gäbe noch etwas mit 20, mit 20 gefangenen Pokémon. Aber da dem wohl nicht ist, könnte ich meinen Quachuchu trainieren. Und ja, verabschiede mich an dieser Stelle von Pokémon Sonne Mond, der Spezialdemo, und sag mal, dass 23. November, wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, ich habe das Datum hier jetzt nicht falsch, 23. November müsste richtig sein, erscheint Pokémon Sonne Mond hier zu Lande. Kauft euch das Spiel, die Demo macht auf jeden Fall richtig Bock. Wer einen 3DS schon sein eigen nennt, darf es natürlich auch gerne selbst ausprobieren. Wir wuseln hier noch ein bisschen rum und ich würde sagen, zum Abschied. Ja, komm. Auf Wiedersehen.